Ich bin mir ziemlich sicher, dass du die Geschichte aus der Bibel kennst, wo Mose das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Sie waren ausgezogen und standen nun vor dem Schilfmeer, aber hinter ihnen waren schon Geräusche zu hören von den herannahenden Ägyptern. Ich dachte, solche Situationen kennst du bestimmt auch. Vor dir geht's nicht weiter und du fühlst dich vom Feind bedrängt. Wie muss das gewesen sein für die Menschen damals, wo sie vor diesem Meer standen, wo es keine Möglichkeit im Natürlichen gegeben hat, nach vorne weiterzugehen? Und von hinten bedrängt zu sein vom Feind, also auch nicht nach hinten ausweichen zu können. Wie fühlt man sich, wenn man in dieser Situation ist? In dieser hilflos ausgelieferten Situation, in der man menschlich nichts machen kann. Hier bei Mose greift Gott ein. Mose streckt seine Hand aus und das Meer teilt sich. Das Volk kann durchziehen. Und zwar ziehen sie trockenen Fußes durch dieses Meer hindurch. Und alle Feinde kommen nachher, als die Fluten zusammenschlagen, darin um. Siehst du, wenn du in Situationen stehst, wo du sagst, das ist wirklich unmöglich, dann will Gott kommen und sagen, hey, bleib stehen. So wie er es hier auch sagt in 2. Mose 14, steht und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bringen wird. Siehst du, sie brauchten eigentlich nicht weiter zu suchen nach irgendwelchen anderen Möglichkeiten, sondern Gott hatte gesprochen, steht und seid still und seht, was ich tun werde. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Der Herr wird auch für dich heute kämpfen, das ist etwas, was er dir heute zuspricht. Wenn du vor einem Meer von Unmöglich stehst und vom Feind von hinten bedrängt wirst, will der Herr dir heute sagen, steh still, steh in meiner Gegenwart, such mich, frage nach mir, höre auf das, was ich dir an Rat geben will. Und ich werde deinen Kampf führen. Ich werde einen Weg machen, wo du keinen siehst. Dieses Unmögliche und Gottes Möglichkeiten finden wir in ganz verschiedenen Bibelstellen wieder. Eine zum Beispiel in Jeremia 38, Vers 27. Siehe, ich bin der Gott allen Fleisches. Sollte mir ein Ding unmöglich sein? Oder in 1. Mose 18, Vers 14. Sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein? Oder noch in einem anderen Vers heißt es, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören. Der Herr hört auf dein Rufen, der Herr antwortet auf dein Gebet und der Herr führt deinen Kampf. Du sollst im Glauben an seine Größe, an seine Macht festhalten und du sollst warten auf die Rettung des Herrn. Wenn er sagt, streck deine Hand aus, wird sich dieses Meer vor dir öffnen und du wirst trockenen Fußes da durchgehen. Dem Herrn sind alle Dinge möglich und was er für Mose damals getan hat, für das Volk Israel, was er für Sarah getan hat, dem Herrn ist nichts so wunderbar, was er für Daniel getan hat, für all die Menschen, die du hier in der Bibel nachlesen kannst, die alle in solchen unmöglichen Situationen waren. Das will er heute für dich tun. Sei still und sieh die Rettung des Herrn. Er wird für dich kämpfen. Und ich weiß, Gott hat da ganz viel für dich, was er dir offenbaren möchte, was er dir zeigen möchte. Er möchte deine Unmöglichkeiten in Gottes Möglichkeiten verwandeln. Denn Gott hat mehr für dich.